Die Zukunft des Bauens wird von ganz vielen Trends beeinflusst. Aus meiner Sicht sind es im Augenblick drei Entwicklungen, die das Bauen sehr stark beeinflussen werden. Makrotrends nennen wir das als Volkswirte. Das ist zum einen natürlich die gesamte wirtschaftliche Situation, wie sie sich im Augenblick darstellt. Sehr zurückhaltendes Wachstum, vielleicht sogar leicht rezessive Tendenzen und die Inflation und die damit verbundene Zinsentwicklung. Und die Zinsen sind natürlich etwas, was das Bauen sehr, sehr stark beeinflusst. Und wir sehen es ja jetzt auch schon, dass gerade im Wohnungsbau die Zahlen zurückgehen. Das zweite ist das große Thema Klima und die damit verbundene Energiewende. Hier ist es in der Tat so, dass das Bauen einen großen Beitrag leisten kann, die Klimaziele auch zu erreichen. Aber man muss schon sagen, das ist ein dickes Brett, was da zu bohren ist. Im Neubau sehe ich da gar nicht so die Probleme. Wir sehen das ja auch an so Gebäuden wie hier der FIGA World, dass das da gut gelingen kann. Da liegt die Hauptbaustelle, wenn man das so sagen darf, in der Tat im Bestand. Also die vielen Altgebäude, die Sanierung, die Energieeffizienz, das wird die wirklich große Herausforderung sein. Und damit bin ich auch schon beim dritten Trend, nämlich dem Fachkräftemangel. Die Babyboomer gehen jetzt in Rente und hinterlassen eine große Lücke. Und wie die zu schließen ist, ist noch nicht ganz klar, muss man ehrlicherweise sagen. Und für all das werden wir ja Fachleute brauchen, Handwerker brauchen, gewerblich gebildete Leute. Und da sehen wir jetzt ja schon, dass sich wirklich große Schwierigkeiten auftun. Wo liegen die Lösungen? Also die Lösungen liegen sicherlich mal im Bildungsbereich. Die Lösungen liegen auch darin, dass es darum gehen muss, Leute zu solchen Berufen zu motivieren, diese Berufe attraktiver zu machen. Aber ich sehe eben auch in der Technik, insbesondere in der Digitalisierung, Stichwort BIM zum Beispiel, Möglichkeiten eben noch effizienter diese Prozesse zu machen. Und auch hierfür, glaube ich, ist die FIGA World ein sehr gutes Beispiel, wie man sowas machen kann, dass das dann auch in Zukunft gelingt, diese drei Herausforderungen insgesamt zu bewältigen und damit das Bauen eben zukunftsfähiger zu machen.